Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer, ja, zumindest so bis Donnerstag, kranken Bücherwoche. Ihr habt ja in der letzten Bücherwoche schon gehört, ich hatte mir ja einen Nerv hier hinten im Nacken-Schulterbereich eingeklemmt. Und das leider ja so kurz vor den Ostertagen, sodass ich ja nur am Donnerstag vor Ostern zum Arzt konnte. Und die Schmerzmittel mich gerade über die Ostertage ganz schön runtergezogen haben und auch ja die Schmerzen trotz dieser hohen Schmerzmittelindikation schon ziemlich heftig war. Und so bin ich Dienstag nochmal zum Arzt gegangen und man hat einfach diesen Nervenstrang hier hinten unglaublich gespürt. Also es war wirklich sehr hart und sehr fest und wir mussten da ein bisschen was tun. Das wurde getan mit Reizstromtherapie, mit Dienstag und Donnerstags Spritzen. Ich hatte jetzt 4-mal manuelle Therapie. Das ist so eine ganz, intensive Massage, weil Massage ist ja eher so gefühlt immer sehr oberflächlich und wirklich so punktuell alles wieder so ins Lot zu bringen im Nacken-Schulterbereich und das wirklich heraus zu massieren. Und ja, da habe ich 8 Sitzungen verschrieben bekommen, hatte jetzt 4. Glücklicherweise ist das ja eine die Osterwoche war eine Ferien- und Urlaubswoche. Und so konnte ich da natürlich so ein bisschen davon profitieren, dass ein bisschen weniger bei der Therapeutin los war. Und ich habe jetzt noch 4-mal vor mir, 2-mal jetzt jeweils in den nächsten Wochen. Und es ist besser, gar keine Frage. Ich fühle mich, sage ich mal, zu 90% wieder gut. Ich merke halt durchaus, dass ich den Kopf, also dass man ihn natürlich hochhält. Und das merkt man einfach nach einer gewissen Zeit, wo man sich denkt irgendwie, ach, so ein bisschen hinlegen und fallen lassen wäre jetzt eigentlich ganz schön und das mache ich dann eben auch einfach und dann geht das schon. Also ich werde jetzt dann auch versuchen am Montag wieder ins Büro zu gehen, mal gucken wie das ist mit 8 Stunden gerade sitzen. Ich hoffe da auch ein bisschen auf Ausgleich, werde auch gucken, dass ich in der Pause so meine Schulter-Nacken-Übungen mache, die mir gezeigt wurden und ich hoffe einfach, dass das jetzt wieder gut ist. Ich habe so ein bisschen, Freitag bin ich mal Auto gefahren, das hatte ich ja die ganze Zeit vorher nicht gekonnt. Ich habe halt so beim Rückwärts-Einparken gemerkt, oh, so ganz geht der Radius noch nicht rum. Dementsprechend werde ich eben nur vorwärts einparken, wenn ich jetzt dann bei uns zu uns ins Büro fahre und das so dazu. Es war wirklich, sag mal, bis Mittwoch sehr unerträglich. Also das waren wirklich keine schönen Gefühle. Und Donnerstag hat man dann wirklich gemerkt, dass all die Dinge, die man jetzt dafür tut und die auch mein Arzt sozusagen und die Therapeutin tun, dass das etwas bringt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das positiv weitergeht. Denn bei dem schönen Wetter, das wir seit Freitag ja haben, möchte man ja auch raus. Man möchte die Sonne genießen, man möchte spazieren gehen und man möchte auch einfach in der Sonne sitzen, Hörbuch hören, Musik hören, was ich dann auch in der Woche, also gerade dann am Freitag, getan habe. Heute ist Samstag und auch bei uns noch sehr, sehr schönes Wetter. Ich hoffe, das bleibt jetzt am Wochenende so. Und dann kann man da auf jeden Fall auch ein bisschen Sonne tanken und dann geht es da einem auch direkt ein bisschen besser. Lesetechnisch ist es sehr gemischt gelaufen. Also ich habe 4 Bücher gelesen, beziehungsweise 2 gelesen, 2 gehört. Gerade wo es mit dem nackten Schulterbereich noch nicht so ging, habe ich tatsächlich mehr gehört, weil man sich da einfach ganz bequem hinlegen, lenzen kann, wie man so bei uns sagt. Und dann im Grunde einfach hören konnte. Es ist ein kleines Buch, also ein dünnes Buch dabei. Und dann ab Mittwoch, glaube ich, habe ich dann das etwas dickere Buch gelesen. Und in der Badewanne habe ich auch wieder einen Badewannen-Thriller gelesen. Den zähle ich ja aber nicht als gelesenes Buch, weil das, Aber wir fangen, denke ich, jetzt einfach mal mit den Büchern an, die ich gelesen habe, neben dem ich auch Serien geguckt habe. Dazu komme ich dann einfach wie immer nach den Büchern. Ja, begonnen hat die Woche sozusagen mit Das rote Kleid von Guido Maria Kretschmer. Habe ich jetzt schon, glaube ich, seit der Buchmesse zu Hause. Er war ja auch in Leipzig gewesen, allerdings nur donnerstags, da war ich leider nicht. Und da durfte jetzt dieses kleine, dünne Büchlein diese Woche von mir gelesen werden. Parallel gehört habe ich die kleine Inselbuchhandlung von Janne Mommsen. Ein Buchtipp von der lieben Miriam und ich bin da tatsächlich so happy, dass sie mir das empfohlen hat und ich das dann auch auf Audible gehört habe. Dann habe ich gelesen, Warum die Zeit verfliegt von Alan Burdick. Ein Sachbuch, was sehr wissenschaftlich an die Frage herangeht, warum der Mensch eben das Gefühl hat, dass die Zeit rennt, dass eine Woche im Nu um ist und dass man eben immer das Gefühl hat, man rennt der Zeit hinterher.
Und abschließend gehört habe ich gestern auf dem Balkon das kleine Inselhotel von Sandra Lübkes. Wie ihr seht, ich habe mich so ein bisschen an Meer und Urlaub und Wohlfühl-Hörbücher gewagt. Ja, auch das habe ich zu Ende gehört und hat mir auch noch so ein bisschen Nordsee-Feeling gegeben. Und dann eben auch noch ein kleines Badewannenbuch, was ich diese Woche dann in der Badewanne gelesen habe, das ich euch dann aber einfach ja, so kurz ein bisschen mit zeige. Ja, wir starten einfach mit Das rote Kleid von Guido Maria Kretschmer. Ja, bekannter Modedesigner mit seiner Show Shopping Queen, glaube ich schon 4, 5 Jahre auf Vox unterwegs. Eine Sendung, die ich immer mal sehr gerne gucke. Ich muss dafür definitiv in Stimmung sein, weil das doch alles sehr oberflächlich ist und ich mir manchmal mit diesen extrem oberflächlichen Frauen, die da so mitmachen und wie die dargestellt werden, natürlich schon so mein Problem habe, wenn man das 100. Ankleidezimmer sieht, das aussieht wie eine Boutique und man denkt sich, aber keine Bücher im Regal oder in der Wohnung. Das ist so, ja, ich ja, bin da auch nicht immer vorurteilsfrei, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber grundsätzlich mag ich einfach den Humor von Guido Maria unglaublich gerne und ich finde auch, dass der so ein sympathischer Mensch ist, der so wirkt, wie wenn er auf dem Boden geblieben ist, der immer ganz liebevoll von seinem Mann spricht und ich und von seinen Hunden. Und ich das immer wirklich super sympathisch finde, auch wenn man ihn in Interviews und Gesprächen sieht. Und ja, ich habe auch zwei seiner anderen Bücher, die ja eher Sachbücher waren, gelesen, die ich immer ganz lustig fand, weil er da ja so um die einzelnen Frauenfiguren spricht, wie Frauen aussehen können, was so dahinter steckt, welche Bekanntschaften er da so gemacht hat und dass man von der Frauenfigur auch irgendwie auf den Charakter schließen kann manchmal, was ich sehr lustig fand. Also man darf das, glaube ich, alles nicht zu ernst nehmen. Auch das rote Kleid. Das ist jetzt ja wirklich ein Roman, kein Sachbuch, sondern wirklich eine Geschichte, die er geschrieben hat. Und ja, wir treffen hier eben auf das rote Kleid. Und das ist ein rotes Kleid aus Seide und es heißt Anaschka. Anascha? Anascha. Anascha, nicht Anaschka. Anascha. Und ja, wir erfahren so ein bisschen ihre Lebensgeschichte und ja, entdecken sie im Grunde auf einem Filmset in der Garderobe wieder und dort trifft sie auf allerlei andere Kleidungsstücke, die auch wunderbar, ich glaube, hinten nochmal zusammengefasst wurden, wer sie so sind. Ja, genau, wir haben hier zum Beispiel der Hosenanzug Carmelo und Carlos, Mr. Blum, der Kriminaltrenchcoat. Wir haben Svetlana, das russische Abendkleid und ja, allerlei andere Kleidung. Und Anascha ist eben ein wunderschönes Kleid, was sich in der Garderobe wiederfindet und ja, dort neben einem anderen Kleid hängt. Von diesem anderen Kleid, unter anderem auch natürlich all den anderen Kleidungsstücken, dann eben so die Lebensgeschichte der Kleidung, ja, erfährt. Und das mag jetzt erstmal sehr skurril und merkwürdig klingen, aber wenn man ja, die Kleidungsstücke sozusagen weglässt, dann ergibt sich daraus ein wunderbarer Roman über Menschen, Persönlichkeiten, Charaktere, die sehr tiefgründig sind und auch von Guido Maria Kretschmer sehr tiefgründig gezeichnet wurden und eben über Dinge, die im Leben passieren können, die das Leben verändern, eben nicht nur bei den Kleidern, sondern natürlich eben auch bei den Charakteren, den Menschen. Und man kann das wunderbar auf das Leben münzen. Es sind Lebensweisheiten gefühlt so ein bisschen enthalten und es ist super herzlich geschrieben. Es strahlt eine Wärme aus, ein Gefühl aus, man fühlt sich da wohl in diese Geschichte ein zu ja, tauchen und einfach die Liebe, die Guido sozusagen diesen Kleidungsstücken einhaucht und ihnen mitgibt, fand ich einfach ganz besonders gelungen. Es ist jetzt keine hochtrabende Literatur, muss es ja aber bei mir auch überhaupt nicht sein. Es ist auch relativ dünn, man hat das auch sehr schnell gelesen, aber es ist einfach so schön, wie, ja, wie diese Kleidungsstücke ja, zu Lebewesen werden und ja, so ein Kleid eben durchaus traurig sein kann, wenn es nur im Schrank hängt. Und natürlich ist das sehr überspitzt und auch nicht sehr, ja, ne, es passiert halt in unserer Welt vermutlich nicht. Aber einfach so diese Sympathie und Empathie, die er da hineinsteckt, das ist einfach toll, wie er das geschaffen hat. Also es ist eine Welt, man könnte ja fast sagen, es ist Fantasy, die einfach großartig von ihm erzählt wurde in einer Sprache, die ganz weich ist und sanft und einen so mit sich trägt in der ganzen Geschichte. Und ich selbst habe es eben gelesen, nicht gehört, habe aber auch schon gehört, dass eben das Hörbuch sehr schön sein soll. Das ist unter anderem ja auch von ihm selbst vertont. Und auch ich habe mir beim Lesen im Kopf immer Guidos Stimme vorgestellt, was ich wirklich sehr gelungen fand. Also das
Dadurch, dass ich einfach weiß, wie er spricht, hat sich das Buch wunderbar lesen lassen und es hat einen so beflügelt und mitgenommen und es war einfach so eine herzliche Geschichte, ja, über unser rotes Kleid, über all die anderen Kleidungsstücke, die sich da irgendwo finden, egal ob sie ja ein Revue-Kleid aus Las Vegas sind, ob es der Mantel Erik war, das ja, ist ganz egal und sie suchen eben einfach Menschen, die sie lieben und sie wertschätzen und das spricht natürlich auch so für uns selbst, weil auch wir Menschen suchen ja in unserer Umgebung nach Menschen, die uns mögen, die uns so nehmen, wie wir sind und man kann da so wunderbare Parallelen ziehen und das hat Guido wirklich unglaublich toll geschafft und ich ja, bin absolut begeistert, mit welcher ja, Zartheit er das auch so geschrieben hat und rüberbringt. Und ja, es ist ein ganz tolles Buch. Es ist natürlich sehr speziell und ich glaube, wenn man kein Guido-Fan ist, wird man es wahrscheinlich auch nicht vielleicht so mögen, wie ich es mag, weil ich ihn einfach unglaublich sympathisch finde. Aber es hat Spaß gemacht, es zu lesen. Und es war halt auch mal was ganz anderes, eine sehr interessante Idee und die eben einfach so auf unser Leben gepasst hat und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Auch großen Spaß gemacht hat mir ja, das Hörbuch der Woche und zwar Die kleine Insel, Buchhandlung von Janne Mommsen. Ein Buch, das mir ja, als Hörbuch unglaublich gut gefallen hat. Es ist ein absolutes Wohlfühlbuch gewesen in dieser Woche und ich habe es wirklich sehr, sehr genossen, auch der Sprecherin zuzuhören. Ich fand einfach schön, auch wie die ganze Geschichte erzählt wurde. Wir treffen auf Greta und ja, sie lebt in Frankfurt und ist dort schon lange Jahre Flugbegleiterin, ist glaube ich so 40, Anfang 40, hat eine 20-jährige Tochter, die studiert und lebt getrennt von ihrem Ehemann, soweit ich das, oder sogar schon geschieden. Also auf jeden Fall ist sie Single und sie ist eigentlich auch wirklich eine sehr erfolgreiche Flugbegleiterin und mag dieses Leben auch sehr. Doch eines Tages bekommt sie im Flugzeug auf einmal panische Angst. Sie bekommt ja wirklich ein Gefühl von, oh Gott, ich bin hier gefangen, was ist, wenn ich nicht mehr herauskomme? Muss den Flug im Grunde absagen, wird übers lange Wochenende irgendwie auch beurlaubt und ja, fährt zu ihrer Tante Inge auf eine Nordseeinsel, die glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht näher ja, benannt wurde, sondern es war glaube ich tatsächlich nur eine Nordseeinsel, die glaube ich schon gewisse Ähnlichkeiten mit manchen Inseln wieder hat, aber ja, da kenne ich mich tatsächlich nicht gut genug aus. Ja, und sie möchte dort einfach sich erholen und ja, kann auf dieser Insel die ersten Tage sich auch wirklich entspannen, sie trifft alte Freunde wieder, kann wunderbar mit ihrer Tante Inge reden, die ist gerade dabei, ihre Buchhandlung auszusortieren, diese ganze Büchersammlung von ihrem verstorbenen Mann, ja, oder war es der verstorbene Mann oder Vater? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Da im Grunde alles auszusortieren und ja, da hilft natürlich Greta so ein bisschen beim Buchhandel einfach ein bisschen mit und fühlt sich da relativ wohl, doch auf der Rückfahrt, wo sie eigentlich wieder plant, mit der Fähre aufs Festland überzusetzen, bekommt sie wieder Panik bei dem Gedanken, in ein Flugzeug zu steigen und geht dort eben zum Inselarzt, der dann natürlich auch alles Organische erstmal abklären möchte, sie auch erstmal 2 Wochen krank schreibt. Und ja, so Greta im Grunde Zeit bekommt, um die Insel näher kennenzulernen, das Inselleben, die Menschen dort und sich eben auch irgendwie zu überlegen, wie kann es denn mit ihrem Leben weitergehen und ja, was das Inselleben eben so für sie bereithält. Und das klingt jetzt so nach einer, ja, so 0815 Geschichte, so vom Gefühl her hätte ich das anfangs auch gedacht, es steckt aber ganz viel Liebe im Detail in dieser Geschichte und man hat wirklich ab den ersten Momenten im Hörbuch das Gefühl, man ist mit dabei. Man kann Greta sehr gut verstehen, ich konnte ihre Liebe zum Meer, zu der Insel, zur Familie und sonstigem sehr gut nachvollziehen. Auch so ein bisschen, da gibt es ja auch so ein kleines Familiengeheimnis, was jetzt nicht überdramatisiert wird, aber das gefühlt ja jeder in der Familie hat und es gibt eben einfach so Dinge, die ja so Parallelen einfach sind. Man konnte Greta sehr, sehr gut verstehen und ihr auch so nachempfinden, was sie eben so auf der Insel empfindet, auch wie drumherum die Menschen reagieren, die natürlich alle sagen, naja, du bist jetzt hier auf Urlaub, ob du hier leben kannst, das muss man sich schon gut überlegen und ja, so ein bisschen die Hoch und Tiefs, die bei dieser Entscheidung eben auch eine Rolle spielen werden und es war halt auch eine unglaublich bildhafte Geschichte, also ich kam mir manchmal wirklich vor, wie wenn ich da jetzt mit auf diese
dieser Insel spazieren gehe, durch diese romantisch gestalteten Straßen, ich förmlich die Blumen vor mir sehe, die Wiesen, das Meer, die Dünen, die Restaurantgestaltung, die man so erlebt hat. Also ich fand das großartig erzählt von Janne Mommsen. Mir hat die Autorin bis dahin gar nichts gesagt, ich habe auch noch nichts von ihr gelesen oder gehört und sie hatte mich mit ihrem wirklich sehr bildhaften, lebendigen, modernen Schreibstil wirklich so direkt am Haken. Und eben auch, weil natürlich die Charaktere so toll waren. Nicht nur Greta, auch die Nebencharaktere fand ich sehr liebevoll gestaltet. Man hatte sie bildlich vor Augen. Sie waren sehr tiefgründig. Sie machen eine Entwicklung mit oder durch. Es gibt Dinge, die gelöst werden. Es gibt so ein paar Fragen, die sich stellen, denen man eben innerhalb des Hörbuchs so ein bisschen auch, im Grunde folgt und versucht, die im Grunde auch zu lösen. Und es war wirklich ein Wohlfühlbuch. Man hat das gehört und man hat sich nach 5 Minuten Hören direkt erholt gefühlt, entspannt gefühlt. Man hat gemerkt, wie der Puls irgendwie runtergeht und man eben einfach nur zuhört und das wirklich genießen kann. Und es war ein wunderbares Hörbuch. Es war eine wunderbare Geschichte, die mir einfach unglaublich gut gefallen hat. Und ich hätte es tatsächlich gar nicht erwartet, dass es mich so begeistert, mich so mitreißt. Weil, wie gesagt, ich habe halt wirklich gedacht, es ist so eine 0815-Geschichte, die man ja so oft immer mal liest und dann ja vielleicht auch nicht zu Ende liest. Aber hier war ich dann natürlich auch mega gespannt, wie es ausgeht und fand es dann ganz schade, als es vorbei war, weil auch wirklich der Schreibstil für mich so etwas Besonderes hatte, der einen immer wieder ganz tief mitnimmt, der auch was in einem auslöst. Man hatte so ein wohliges Gefühl, man hatte so ein entspanntes Gefühl und man war einfach so, Augen zu und sich hinträumen. Und das fand ich sehr, sehr gelungen. Ich hätte das natürlich lieber vielleicht mit einer Karibikinsel als mit einer Nordseeinsel, weil es mich ja immer in die Ferne zieht. Aber ich fand, hier hat wirklich diese Nordseeinsel einen wunderbaren Eindruck bei mir hinterlassen. Und wenn man sich eben einfach so vorstellt, in einem Sommer und die Wellen kommen und die Dünen sind da und, weißt du, ein bisschen Ebbe und Flut und dass das wirklich schön sein kann. Und dann natürlich auch die Liebe zu Büchern, die wir in der Inselbuchhandlung dann im Grunde auch erleben. Also die Greta den Büchern entgegenbringt, die uns von ihren Lieblingsgeschichten erzählt, aus der Kindheit, aus der Jugend. Auch so die Beratung, die sie bei manchen macht, was sie ihnen empfiehlt und welche Gefühle manche Bücher eben auch bei den Inselbewohnern etwas auslöst. Das fand ich einfach großartig. Und hier kamen halt wirklich diese Wohlfühlfaktoren, die mich sehr ansprechen, wie Bücher, das Meer, gute Charaktere. Das kam für mich hier einfach zusammen und hat für mich eine ganz, ganz tolle Geschichte gezaubert. Und es tat mir tatsächlich auch so ein bisschen weh und leid, die Geschichte dann verlassen zu müssen, diese Charaktere verlassen zu müssen. Und wer weiß, ob es vielleicht irgendwann mal mit der Geschichte weitergeht. Sie ist abgeschlossen, keine Frage. Aber man kann natürlich so eine Geschichte auch immer so ein bisschen noch weiterspinnen. Und vielleicht macht das ja Janne Mommsen durchaus. Und eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir von der lieben Miriam eben empfohlen wurde, weil ich da einfach mal auf die Empfehlung gehört habe. Und sie hat mich ja so mit Jeffrey Archer angefixt und da dachte ich, da kann ich ja definitiv nichts verkehrt machen und das war auch absolut richtig und jeder, der so ein bisschen Lust auf Sonne hat, Strand hat, Wohlfühlmomente hat, Entspannung hat, der, hat das jetzt doppelt gesagt? Ich weiß es jetzt nicht mehr, der kann auf jeden Fall zu diesem Buch greifen oder natürlich auch zum Hörbuch, was auch wirklich sehr schön vertont ist. So ein bisschen parallel dann schon habe ich mit dem Sachbuch gelesen, nämlich als ich endlich wieder Bücher gut und bequem halten konnte, war es Zeit für das Buch Warum die Zeit verfliegt von Alan Burdick, ist aus dem Blessing Verlag, wurde mir auch von dem zur Verfügung gestellt und ich habe das irgendwo entdeckt, ich weiß nicht mehr wo und fand das sehr, sehr spannend, weil auch ich durchaus Momente in meinem Leben habe, wo ich mich frage, wo ist denn die Zeit geblieben? Also jetzt so gerade, jetzt ist die erste Woche im April schon rum. Was hast du eigentlich gemacht? Klar, wenn man krank ist, ist das Gefühl nochmal ein anderes oder im Urlaub fühlt es sich anders an. Aber es gibt durchaus auch so normale Alltagswochen, wo man sich denkt, wo ist nur die Zeit geblieben? Ich muss vorneweg sagen, ich bin, glaube ich, tatsächlich ein Mensch, der nicht unbedingt die Zielgruppe dieses Buches ist, denn ich stelle mir wohl diese Frage noch viel zu selten und nicht intensiv genug. Also man merkt, dass Alan Burdick durchaus Menschen anspricht, die sich das wahrscheinlich ständig und durchgängig sagen, die wirklich sagen, die Zeit rast und sie schaffen nichts, sie kommen zu nichts und sie sind nur am
am Machen, aber im Endeffekt merken sie gar nicht, wie die, oder können die Tage nicht mehr auseinanderhalten, weil sie so durchgängig sind. Ich persönlich dachte tatsächlich, ich bin ein Mensch, der sich das auch immer mal wieder fragt. Die Zielgruppe dieses Buches wird aber definitiv eine sein, die sich das wirklich öfter und tiefgründiger stellt. Das möchte ich einfach vorneweg geben, weil gerade was die Tipps, Hinweise und sonstigem sind eben schon Dinge, die ich durchaus tue, mich da auch wiedererkannt habe, dass ich schon ein Mensch bin, der darauf achtet, der viel im Jetzt ist und im Hier ist und deswegen eben gar nicht dieses Gefühl zum Beispiel hat, dass die Zeit so verfliegt. Wie gesagt, das habe ich eben nur ein paar Mal und nicht durchgängig. Und bei manchen Dingen ich mich einfach wiedererkannt habe, dass ich schon relativ viel so tue, damit eben die Zeit in meinem Leben nicht verfliegt. Und deswegen war das Buch für mich auch nicht ganz so das Hilfreiche, was ich erwartet habe. Nichtsdestotrotz ist das wirklich ein grandioses Sachbuch, wie ich fand. Denn Ellen Burdick hat ein Jahrzehnt lang die wissenschaftliche Forschung über die Wahrnehmung der Zeit von uns unterschiedlichen Menschen verfolgt. Und genau da hier im Grunde auch genauestens die Uhr im Auge behalten, die ja theoretisch gar nicht da ist, sondern nur auf dem Papier existiert. Und er hat eben auch herausgefunden, was das Jetzt bedeutet und dass das Jetzt eben auch wirklich nur ein Bruchteil der Sekunde im Grunde her ist und dass das Jetzt ja dann schon wieder vorbeigeht. Und dabei ist es ganz egal, ob man eben in der Arktis lebt oder in der Großstadt lebt. Und es geht ihm hier eben um das gängige Zeitgefühl, zum einen es eben zu verlieren, einmal komplett und eben ganz intensiv diese flüchtigen Momente auch einzufangen. Und das hat er wissenschaftlich, ist er das angegangen. Man merkt, dass dahinter Forschungsarbeit steckt, aber, und das fand ich sehr, sehr positiv, Ellen Burdick schafft es wirklich, das Sachbuch sehr interessant zu gestalten, sehr interessant zu erzählen. Er nimmt einen so direkt in der Du-Form auch mit und spricht einen direkt an, und das fand ich sehr gut gelöst, weil man sich eben wirklich so ertappt bei manchen Aussagen fühlt und dann aber denkt, oh, es gibt aber doch noch irgendwie einen Weg da wieder raus aus diesem Zeitwirbel sozusagen. Und das macht er für mich wirklich ganz grandios. Das war ein sehr spannend erzähltes Sachbuch, was an keiner Stelle langweilig, träge oder trocken war. Es wurde manchmal sehr wissenschaftlich, aber Ellen Burdick hat es geschafft, dass man es mit einfachen Erklärungen verstanden hat. Und man versteht, warum man dieses Gefühl hat. Allerdings, und das muss man wirklich sagen, sind die Lösungsansätze ganz interessant, manchmal nicht unbedingt machbar. Und ob es tatsächlich so eine echte Lösung gibt, das müsst ihr dann im Grunde selbst herausfinden. Es gibt eben einiges, was hilft, damit man im Jetzt lebt. Darunter ganz klassisch natürlich eine Meditation, diese ganzen Achtsamkeitsübungen, die es ja schon gibt und die ja auch, ich sag mal, sehr im Trend sind, sehr im Kommen sind, sehr modern sind. Und diese Dinge führt er unter anderem natürlich auch an, wo man sich eben selbst begegnet und sagt, okay, manches davon tue ich schon, wenn ich Zähne putze, putze ich Zähne, wenn ich esse, esse ich und bin eben nicht schon 5 Schritte weiter. Er vergleicht eben auch so die einzelnen Alterszeiten von Menschen, dass als Kind gefühlt die Zeit nie vergeht, 6 Wochen Ferien waren unendlich. Hätte man als Erwachsener 6 Wochen Urlaub, würde man danach sagen, wo ist nur die Zeit geblieben? Und eben auch als Rentner, älterer Mensch, dass dann eben die Zeit nochmal ganz anders verfliegt, dass man früh aufsteht und zack geht man wieder ins Bett, weil der Tag vor lauter Nichtstun gefüllt war und im Grunde man nichts mehr Greifbares hat, was einen das Jetzt sozusagen fühlen lässt. Und er gibt eben so diesen Rückblick auf die Kindheit, den fand ich persönlich sehr schön, weil ich so dachte, das stimmt. Es gab so manche Dinge, die es in der Kindheit gab, die es im Erwachsenenleben nicht mehr gibt, die dazu geführt haben, dass man eben nicht dieses Zeitflugs-Symptom sozusagen hatte. Und auch da habe ich mir zum Beispiel manche Dinge behalten, was ich gut finde, und dachte mir, stimmt, wenn das und das nicht wäre, wäre es für dich vielleicht auch anders. Und das fand ich, das waren so Schlüsselmomente, die ich tatsächlich gut fand, dass es eben manchmal Sinn macht, was man tut, was einem der Geist vorgibt, der Körper vorgibt, und dass man eben nicht immer auf die tickende Uhr am Handgelenk hören sollte, sondern auch sehr intuitiv einfach mal lebt, gerade vielleicht in Momenten, wo man es kann, dass man an einem Wochenende einfach mal das tut, was man will, wann man es tut, also isst, wenn man
Hunger hat, aufsteht, wenn man munter ist, ins Bett geht, wenn man müde ist. Das klappt natürlich in Urlauben auch immer ein bisschen besser. Wobei, wenn einem dann wie bei mir die innere Uhr einen um kurz nach sechs weckt, weil die Sonne aufgeht, ist das natürlich auch nicht unbedingt entspannt. Aber der Körper wollte es ja so. Ne? Also das sind natürlich Dinge, einfach die einem mitgegeben würden. Und das hat er wunderbar verpackt in Wissenschaft und Forschung und in... ja, Erklärungen, die gefühlt einfach jeder versteht und ich das einfach toll fand. Mir hat das Buch gut gefallen, sogar sehr gut gefallen vom Stil. Wie gesagt, ich bin tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz der extreme, mir verfliegt die Zeit, Mensch, wie es dieses Buch vielleicht voraussetzt, dass man dann dazu greift. Aber für alle, die dieses Gefühl kennen und da vielleicht so ein paar mehr gute Ansätze wollen, vielleicht auch Erklärungen, wo das herkommt. Der ist bei diesem Buch absolut richtig, was ich wirklich auch toll erzählt fand. Und ja, ich fand einfach, es war für jeden verständlich. Also das finde ich einfach bei einem Sachbuch immer wichtig, dass man nicht hochtrabend irgendwas studiert haben muss, um es zu verstehen. Und zudem sieht auch das Cover, also finde ich, sehr gelungen aus. Und ja, der böse Zeitmesser, den wir da im Grunde alle haben und eigentlich brauchen wir ihn ja nicht. Und ja, das Leben ist manchmal einfach so ein bisschen komisch. Auch wieder parallel gehört habe ich Das kleine Inselhotel von Sandra Lübkes. Ein Buch, das glaube ich schon 2-3 Jahre alt ist. Und es ist der Auftakt einer vierteiligen Reihe, die es glaube ich, soweit ich es gesehen habe, auch schon alle Teile gibt. Auch das habe ich ja gehört. Und auch das war wunderbar vertont, sodass man beim Lesen wirklich auch viel Spaß hatte. Beziehungsweise beim Hören. Ja, wir treffen hier auf Jannika, die eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin ist. Doch, ja, dank eines Skandals, da ging es, glaube ich, um Schleichwerbung, was ja so ein bisschen bekannt ist zu einer anderen Moderatorin, die wir im deutschen Fernsehen kennen, wird sie gefeuert. Und sie kann ihr eigenes Haus nicht mehr verlassen, ohne dass Paparazzi überall auf sie lauern. Und dann beschließt Jannika eben, ja, ein kleines Haus auf einer kleinen Nordseeinsel, glaube ich, war es auch, zu kaufen. Und das sie sich zurückziehen kann und endlich, ja, sie möchte auch einfach abschalten. Zudem bedrückt Jannika nicht nur, ja, der Skandal, sondern auch, dass ihre Affäre sie deswegen auch verlassen hat. Und wir haben jetzt eben auch einen Makler, der ihr ein kleines Hotel auf der Insel zeigt und Jannika beschließt, dass sie da jetzt einfach bleibt, dass sie diese Herausforderung annimmt und eben auch für sich bleiben möchte. Doch sie ahnt natürlich nicht, dass ja, das Hotel doch ein bisschen mehr ja, Aufwendungen braucht, als sie eigentlich hat. Und auch ja, all die Inselbewohner nicht gerade groß begeistert sind, dass hier eine Fremde kommt, die im Grunde dieses Hotel an sich reißt und zudem auch noch irgendwie so ein bisschen ja, Arbeit von dem Leuchtturm übernimmt, der direkt daneben steht. Und ja, ob Jannika sich überschätzt hat, ob das alles irgendwie gut geht, was es mit den etwas ja, skandalösen Dingen in ihrem vorhergehenden Leben zu tun hat, das erfahren wir alles wunderbar erzählt in dieser Geschichte. Ich hatte anfangs tatsächlich meine Probleme mit dem Buch, weil so gefühlt die erste Hörstunde sehr negativ war. Es war... es wirkte sehr gestresst, Jannika war irgendwie nicht greifbar, man wurde so direkt in die Geschichte gestoßen, wusste gar nicht so recht, was ist da bei Jannika eigentlich los, wo kommt dieser Stress her, dieser Unmut, dieses Genervtsein, ohne dass man es greifen konnte. Das wurde tatsächlich nach einer Stunde besser, dann wurde man eben so ein bisschen auch in diese Urlaubsveränderungsstimmung hineingebracht, was ich sehr gut fand, dass das eben so dann der Schalter umgelegt wurde und auch mir als Leser ein bisschen leichter gemacht wurde, in diese Geschichte hineinzukommen. Und man hatte dann tatsächlich sehr tiefgründige Charaktere, wunderbare Veränderungen und hat halt auch so diesen Aufbau und das Leben dieses Hotels so ein bisschen erfahren. Und dann natürlich auch alles, was so hinter Jannika steckt. Und das fand ich wirklich ganz schön erzählt. Es war leider an mancher Stelle doch ein bisschen langweilig. Es gab so ein paar Wiederholungen, sodass man gefühlt hat, man löst das gleiche Problem immer wieder und man kam sich so ein bisschen wie in einer Zeitschleife vor. Das fand ich persönlich ganz so schön gelöst. Da hätte ich mir ein bisschen mehr, ja, Innovation vielleicht sogar gewünscht. Das wirkte so ein bisschen älter, ein bisschen behäbiger.
Vielleicht sollte es auch das Inselleben so ein bisschen zeigen, dass man da eben anders an Probleme herangeht. Nichtsdestotrotz mochte ich Jannika sehr gerne, auch so die Charaktere drumherum, und ich mochte auch wieder das Bild, was mir von der Nordseeinsel gezeigt wurde, von dem Hotel, das man sich dann eben auch wunderbar vorstellen konnte. Und es gibt ja auch noch weitere Teile, wo ich tatsächlich nicht weiß, ob ich es weiterlesen werde, weil so mitgerissen wie zum Beispiel die Inselbuchhandlung hat es mich eben einfach nicht. Es hat in mir auch nicht die Entspannung so rübergebracht, dieses Wohlfühlen, was ich aus dem vorhergehenden Buch eben einfach hatte. Und natürlich ist der direkte Vergleich, weil man es nacheinander gehört hat, einfach vorhanden, dass, ja, wenn man natürlich irgend so ein Highlight-Hörbuch hat und dann also eben nur ein sehr gutes Hörbuch, dann ja, könnt ihr es bestimmt verstehen. Ja, erzählerisch dennoch schon natürlich gut, es war auch flüssig erzählt und es, wie gesagt, war eben auch die Entwicklung von Jannika war sehr schön zu sehen, die mir sehr gut gefallen hat und eben auch, dass ich am Anfang eben auch mit gestresst war und dann gegen Ende, sage ich mal, eben so diese ruhige Inselstimmung aufkam, was ich einfach schön gelöst fand von Sandra Lübkes. Aber wie gesagt, ob ich jetzt weiterhören werde, weiß ich nicht, weil es war eben an mancher Stelle auch halt auch ein bisschen flach. Und ein bisschen vorhersehbar, gefühlt zu vorhersehbar, was ich ein bisschen schade fand. Und ja, es war schön, ich habe es gehört, es hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt nichts, was einem wahrscheinlich langfristig in Erinnerung bleibt. Und dann habe ich in der Badewanne diese Woche einen neuen Thriller gelesen aus der Edition Wannenbuch, Still liegt der See von Katja Martens. Ja, ich habe ja Jens auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt, der im Grunde ja der Verlagschef ist mit seinem kleinen Verlag. Und es gibt ja diese wunderbaren Wannenbücher, die im Grunde, ja, ich glaube, die gibt es ja für Kinder, die eben nass werden können, die man knautschen kann, wie man möchte. Und man hat hier halt sehr, sehr kurze Kurzgeschichte sozusagen darin, dass ein Thriller, der sehr makaber angefangen hat und ich schon dachte, oh Gott, was passiert hier drin? Und eine Wendung genommen hätte, mit der ich nicht gerechnet hatte. Also es war eine ganz schöne Geschichte. Es steht drauf, dass die in längstens 15 Minuten gelesen ist. Also so lange, glaube ich, lese ich nicht an den kleinen Büchern. Aber ja, für eine Wanne war das wirklich cool. Man kann es einfach mit nassen Händen auch anfassen, ohne dass was kaputt geht. Man kann es auch an der Badewanne vergessen, ohne dass was passiert. Und die Büchlein kosten, glaube ich, alle 5 Euro. Gibt es auch in manchen Läden zu kaufen. Das kann man sich auf der Seite durchaus mal angucken. Ich packe euch den Link auch mal wieder in die Infobox. Guckt da gerne mal vorbei, weil ich glaube auch tatsächlich als Geschenk und Mitbringsel sind diese Sachen wirklich ganz niedlich und machen auf jeden Fall Spaß. Und es gibt ja wirklich Krimis, Liebesgeschichten, Ratgeber, Thriller, alles, was das Herz begehrt. Und ja, das war, glaube ich, auch einer der neueren Thriller, den er mir dort mitgegeben hat in Leipzig. Und ja, guckt da einfach mal auf die Seite vorbei. Da findet wirklich jeder was. Dann wurden natürlich auch ein bisschen Serien geguckt. Ich habe ja, glaube ich, letzten Sonntag schon erzählt, dass ich Fackeln im Sturm entdeckt habe im Fernsehen. Und wirklich Samstag, Sonntag Fackeln im Sturm gesuchtet habe und das wieder eine wunderbare Geschichte einfach ist. Also ich mag diese Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges, Süd gegen Nord und dass da Freundschaften sich eben entwickelt haben, sogar Liebende sich gefunden haben, dann dieser Krieg ausbricht und wie eben der Norden darauf reagiert, der Süden, wie manche eben Intrigen schmieden, noch etwas aus diesem Krieg herausholen wollen und sonstigem. Und ich mag einfach auch die Schauspieler darin, ich mag die Kleider der Südstaaten zu dieser Zeit. Und ich bin einfach ein Fan dieser Serie. Sie hat natürlich so den ein oder anderen Logikfehler, für mich auch so den ein oder anderen Aufreger, wo ich mir denke, ach, wie dumm kann man eigentlich als Charakter sein? Aber nichtsdestotrotz gucke ich diese Serie, glaube ich, schon 20 Jahre unglaublich gerne immer mal wieder. Habe mir jetzt bei Rebuy, vielleicht habt ihr das Unpacking in der Insta-Story gesehen, auch die Bücher mal bestellt. Ich habe die mal gelesen, das ist aber, glaube ich, auch schon 20 Jahre her. Damals noch in der Bücherei ausgeliehen, kann mich da an die Geschichten aus dem Buch gar nicht mehr so erinnern. Ich habe wirklich eher die Serie vor Augen und bin da sehr gespannt auf die Bücher. Das habe ich mir angeguckt. Dann habe ich am Montag auf die neue Folge Terror gewartet, die ja auf Amazon Prime läuft, die montags nicht kam. Und es gab wohl einige Aufreger am Montag, wenn man da ein bisschen auf Amazon gelesen hat oder bei Amazon Prime, dass einige sich darüber beschwert haben,
dass die neue Folge nicht da ist, dass es dann schon heißt, es gibt Lizenzprobleme. Schwupps, am Dienstag waren dann 3 Folgen da, die ich mir dann auch angeguckt habe. Und es gibt jetzt sogar die Info, dass jetzt am kommenden Dienstag die restlichen 5 Folgen direkt erscheinen und Amazon Prime dann sogar schneller ist, als es das amerikanische Original sozusagen ist, also der Sender, wo sie in Amerika laufen. Und sozusagen dann am Dienstag alle 10 Folgen der ersten Staffel da sein werden. Und ich weiß dann schon, was ich Dienstag, Mittwoch wohl tun werde. Bin da sehr gespannt und neugierig und ja, Magier mochte ja das Buch von Dan Simmons unglaublich gerne und ich finde auch wenn das Buch jetzt schon wieder ein Jahr her ist, dass die Serie sehr nah an der Atmosphäre ist. Ob jetzt von der Handlung wirklich immer 1:1 alles stimmt, vermag ich nicht mehr 100% zu sagen, aber ich spüre die gleiche Angst, die gleiche Kälte und das gleiche etwas ungute Gruselgefühl, was ich im Buch eben hatte, das fühle ich auch bei der Serie und ich brauche dann auch 2 Decken, weil es mir wirklich kalt wird, wenn ich das angucke und es ist halt wirklich schon, es ist schon wirklich Horror und es ist schon ganz schön heftig, was da so manchmal passiert. Es gibt auch den ein oder anderen Moment, wo ich die Augen zumache, was bei einer Serie gut klappt, was ja im Buch nicht ging, aber in der Serie ging. Und wer das Buch kennt oder die Thematik spannend findet, dieser beiden Schiffe, die da eben bei der Durchquerung sozusagen ja einfach stecken geblieben sind und man nicht weiß, was ist mit der Besatzung passiert und Dan Simmons hier ja im Grunde das Historische mit Fantasie und eben so ein bisschen Horrorelementen gestaltet, der guckt einfach mal in die Serie rein. Mir macht sie wirklich großen Spaß. Auch angefangen habe ich mit einer Netflix-Serie und zwar eine Reihe Betrübliche Ereignisse. Hier ist die erste Staffel bereits im letzten Jahr herausgekommen, jetzt aktuell eben die 2. Staffel und ich glaube, es ist auch noch eine 3. Staffel fürs nächste Jahr geplant. Ich weiß, dass es dazu eine Buchreihe gibt und ich glaube, dass die verschiedenen Geschichten jetzt auch den einzelnen Geschichten im Buch entsprechen, also es sind glaube ich 8 Folgen gewesen, die jeweils 4 Geschichten dieser Reihe betrübliche Ereignisse zeigt und zwar geht es darum, dass wir 3 Kinder haben, die Baudelaire-Geschwister, wir haben eine, ich glaube 14-jährige Tochter, einen 12-jährigen Sohn und ein Baby gefühlt, keine Ahnung, 1-2 Jahre alt. Und ja, die sind irgendwo an einem Strand gelandet und erfahren dort von einem Bankmitarbeiter, dass das Haus, in dem sie mit ihren Eltern gewohnt haben, ja im Grunde im Feuer, also das Haus im Feuer sozusagen verbrannt ist und auch die Eltern gestorben sind und dass sie jetzt eben so ja, unterschiedlichen, also erstmal zu dem nächsten Verwandten kommen sollen, den die Eltern im Testament benannt haben. Und da treffen wir dann auf Graf Olaf, eine wirklich düstere, grandios gezeichnete Charakter, den ich wirklich feiere. Ja, und Graf Olaf möchte eben an das, ja, an das Vermögen der Baudelaire-Geschwister, das es eben gibt, wenn unsere Große sozusagen volljährig ist. Und das versucht er mit allerlei Tricks. Er selbst feiert sich als den erfolgreichsten und gut aussehendsten Schauspieler, den die Welt gesehen hat. Und ja, allerdings ist er schon ganz schön ja, gruselig und auch ganz schön heftig, finde ich das, für eine Kindergeschichte. Was der so treibt, auch wie die Kinder darauf reagieren müssen und als man dann eben so hinter diesem Plan kommt, ja, wandern sie eben so von ja, dem nächst Verwandten oder den nächst Bekannten der Eltern zum nächsten irgendwie weiter und immer wieder taucht Graf Olaf in der Verkleidung auf. Ganz genial, jetzt wirklich in der 2. Staffel eine Verkleidung, die ich absolut gefeiert habe und ja, ich möchte aber nicht spoilern. Dementsprechend eine Serie, wo ich die ersten 3 Folgen dachte, ist das jetzt genial oder ist das einfach nur doof? Ich mich das bis heute tatsächlich frage, was diese Serie mir sagen möchte, was sie Kindern sagen möchte, die ist ab 6 freigegeben. Es gibt ja auch diese Kinderbücher dazu, die von Lemony Snicket erzählt werden, der auch in der Serie sozusagen der Erzähler ist, der uns vor jeder neuen Episode warnt, schaltet ja ab und das ist so etwas Schlimmes passiert, so tragisch und das müsst ihr euch gar nicht mit angucken. Es reicht, dass ich weiß, was passiert. Und das hat natürlich einen sehr trockenen, dunklen Humor, den ich so ab Folge 4 ganz gut fand. Ich manchen Momenten auch tatsächlich so mich frage, boah, das ist echt schon heftig. Und das Schöne ist tatsächlich, dass, also an dieser Serie, dass man das Gefühl hat, man ist eins dieser Kinder und sieht eben diese ganze Welt aus Sicht von einem Kind, ist aber doch eigentlich erwachsen und hat immer mal den Eindruck, man weiß es besser und man will eigentlich immer
den Erwachsenen in dieser Geschichte, die möchte man gerne mal schütteln und sagen, Mensch, bist du eigentlich so doof? Und kann eigentlich nur sagen, wie cool diese verschiedenen Blickwinkel eben aus Kind, Erzählung und Erwachsener, und das ist einfach cool gemacht. Also irgendwie hat diese Serie etwas, ich kann mir nicht erklären so richtig was und warum es mich so fesselt, das muss ich ehrlich zugeben, aber ich habe die erste Staffel wirklich relativ schnell weggesuchtet. Ich konnte ja auch gefühlt nichts anderes tun, als rumliegen und gucken, und habe auch, glaube ich, schon 3 Folgen von der zweiten Staffel, oder bin jetzt in der Folge 3 der zweiten Staffel angeguckt, und denke mal, dass die mich auch in der nächsten Woche noch ein bisschen begleiten wird. Ja, also es ist schon an mancher Stelle ganz schön brutal, wo ich mir denke, wie werden da Kinder mit umgehen? Aber Kinder vertragen ja durchaus mehr, als man es ihnen vielleicht zutraut. Und und besonders hervorheben möchte ich den Schauspieler von Graf Olaf. Das ist nämlich Neil Patrick Harris, den ich tatsächlich persönlich gar nicht groß kenne. Ich weiß, dass er, glaube ich, 2 Oscar oder 3 Oscar-Verleihungen moderiert hat. Ich weiß auch, dass der ein Schauspieler ist. Der hat früher mal so einen ganz jungen Doktor gespielt. Ich weiß auch, der hat bei Downsizing mitgespielt. Er spielt ja auch in dieses How I Met Your Mother mit, eine Serie, die ich jetzt nicht kenne, tatsächlich nicht angeguckt habe, und er dort ja schon immer sehr gefeiert wird, und ich finde ihn als Graf Olaf wirklich grandios. Also Wahnsinn, was der Mann mit ein bisschen Make-up und Verkleidung, was der hinbekommt, und also das ist wirklich großes Kino. Also das muss man ehrlich sagen, den feiere ich unglaublich, und ich mag auch die Baudelaire-Kinder, die ich einfach am liebsten einfach zu mir aufnehmen möchte und denke, ja, hier kommt kein Graf Olaf rein. Aber ja, das so serientechnisch, was ich diese Woche ein bisschen geguckt habe. Heute am Sonntag, also für mich morgen, für euch heute, starten wir ja mit Göttin des Todes, worauf ich mich sehr, sehr freue, von Dan Simmons, die den Leseklub und auch den Dan Simmons Leseklub sozusagen, findet ihr immer alles unten in der Infobox. Wer da Lust hat, kann da also noch einsteigen. Ich glaube, Göttin des Todes gibt es auch als Hörbuch und auch als E-Book, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich habe eine gebrauchte Ausgabe. Ich glaube, da lesen wir jetzt 6 Tage dran, wenn ich mich nicht irre. 2, 4, ja, genau, also bis Ende der Woche. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Horrorroman und ob ich mich da wunderbar gruseln kann. Und nächste Woche, ich glaube, dann am Freitag, den 13., starten wir mit dem Buch von Joel Dicker, Die Wahrheit über den Fall Harry Quibert. Ein Buch, das ja gefühlt von jedem, der es gelesen hat, absolut tolle Kritiken gekriegt hat. Und man sollte sich hier auch nicht abschrecken lassen in der Einteilung, dass die rückwärts geht. Das Buch fängt tatsächlich mit Kapitel 31 an. Ja, auch ich war anfangs verwirrt, aber das war dann tatsächlich so. Es war leider ein bisschen schwieriger beim Einteilen immer so auf die 50 Seiten zu kommen, weil man hat manchmal sehr lange Kapitel und manchmal sehr kurze. Und dann hat man an einem Tag vielleicht mal 60 Seiten und am anderen im Grunde nur 40. Das kann ja jeder selbst sich dann ein bisschen einteilen, wie er es eben einfach zeitlich schafft. Freue ich mich aber ab Freitag auch sehr drauf, und beenden wir dann im Grunde auch im Februar, wollte ich jetzt sagen, nein, im April auf jeden Fall noch. Ich habe am Freitag noch angefangen mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens, denn ich kann endlich die illustrierte Ausgabe einigermaßen halten, beziehungsweise sie irgendwo hinlegen und mich daneben legen, und das würde ich jetzt gerne am Wochenende auf jeden Fall noch lesen, vielleicht auch ein bisschen auf dem Balkon und einfach so ein bisschen Sonne tanken, weil wir sind ja im Reread und ich möchte ja in diesem Jahr Harry Potter komplett noch einmal lesen. Jeden Monat nehmen wir uns ja einen Teil vor, auch diese Gruppe findet ihr unten in der Infobox. Und mich fragen immer mal Leute, ob man da einfach so mitmachen kann. Ja, jeder ist herzlich eingeladen, diesen Gruppen beizutreten, mitzulesen, sich auszutauschen. Zum Leseklub habe ich schon mal ein separates Infovideo gemacht. Das verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Einfach, wie läuft es für gewöhnlich eigentlich im Leseklub ab? Dadurch, dass wir ja vor der Buchmesse vergessen hatten, ein Buch, oder 3 Bücher oder 4 Bücher zur Auswahl zu stellen, haben wir uns ja für den April jetzt einfach dieses Buch ausgesucht, weil wir das ja gefühlt alle auf dem Sub haben und uns da, oder auf der Wunschliste zumindest, und uns da jetzt einfach zusammen tun und das lesen, und ich freue mich auf beide Bücher schon sehr. Ja, gehört habe ich am Freitag fast durchgängig, weil dann auch mein Hörbuch beendet war, das neue Album von 30 Seconds to Mars. Ich bin ja ein Riesenfan von Jared Leto, schon seit seinen schauspielerischen, nicht ganz so tollen Leistungen, wie ich finde, bei Willkommen im Leben. Das ist ja bestimmt schon
20 Jahre auch her, 22, also es müsste so 96, 97 gewesen sein. Und seither hat er ja in einigen Filmen sehr geile Rollen auch gespielt. Nicht immer gefällt er mir, aber gerade zum Beispiel Fight Club fand ich ihn großartig. Ich mochte auch in Requiem for Dreams, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, fand ich ihn auch grandios. Und als er dann eben auch noch mit einer Band ankam, war ich hin und weg. Und man vergisst irgendwann den Schauspieler Jared Leto und nimmt diesen, ja, eigentlich Indie-Rock-Sänger wirklich absolut wahr. Man nimmt ihm das halt einfach ab, dass er das ist und eine großartige Band. Und ich bin so happy, dass nach 4 Jahren, sind es schon 4 Jahre, 5 Jahre, endlich ein neues Album da ist, denn das alte habe ich gefühlt schon, ja, in Dauerschleife immer mal wieder gehört. Ist für mich auch, sind die alten Alben oder die vorhergehenden Alben durchaus immer Langstrecken-Autofahrt-CDs, wo man einfach sagt, das kann man wunderbar hören, während man Gas gibt und auch wunderbar mitsingen. Und ja, also eine ganz geile Band. Das neue Album hat jetzt kein... Also viele sind mittlerweile wohl schon enttäuscht. Ich habe schon so 2, 3 Rezensionen mir mal auf Amazon angeguckt, die eben sagen, es ist kein Indie-Rock mehr. Und ich stimme dem irgendwie zu. Es ist nicht mehr so rockig wie vielleicht noch 2, 3 Alben vorher. Das hat man aber schon, fand ich, bereits im letzten Album gemerkt, dass es eher, ja, ein bisschen rock-poppiger wird und eben ein bisschen elektronischer wird. Aber, und das ist so mein großes Aber, ich mag diese Entwicklung unglaublich gerne, die diese Band nimmt, weil auch ich mich selbst eben einfach als Hörer entwickle. Und natürlich gefallen mir die ersten Alben der Band nach wie vor gut. Ich selbst merke aber, wenn halt eine Band immer das Gleiche bringen würde, würde man sich ja auch irgendwann langweilen. Also ich merke das zum Beispiel sehr oft bei U2, die gefühlt immer wieder versuchen, Joshua Tree zu kopieren, es ihnen gefühlt nie gelingt, weil es irgendwie alles irgendwann gleich klingt und man dann die Alben gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Dennoch höre ich U2 unglaublich gerne. Aber das ist halt immer, da fühle ich mich halt immer wie vor 20 Jahren oder sogar länger wieder her, ne? Aber das will man ja nicht immer, ne? Und ich finde eben gerade bei 30 Seconds to Mars, dass man mitwachsen darf, dass man miterwachsen wird, dass da so der Zeitgeist eingefangen wird und dazu eben immer die geile Stimme von Jared Leto. Wir haben auf diesem Abend, glaube ich, sogar 2 Songs von seinem Bruder, von Shannon. Und das finde ich Hammer. Also ich habe jetzt kein Lied, das ich irgendwie komisch finde oder mir so beim ersten Mal hören dachte, hä? Ganz im Gegenteil, ich habe direkt 4, 5 Songs, die ich mir direkt ein paar Mal angehört habe, um, ja, also mit Gänsehautgefühl. Also es ist wirklich ein cooles Album, es ist was Neues, es ist was anderes und dennoch fühlt es sich einfach so richtig zur jetzigen Zeit an und ich finde, dass sie das wieder großartig gemacht haben und ich mag einfach, was Mr. Leto sozusagen mit seiner Stimme macht, wie er, ja, Songs singt, wie er Wörtern eine Bedeutung gibt und das macht er einfach großartig. Also so, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen schwärmen. Ja, auf jeden Fall ein sehr grandioses Album, das mir jetzt schon nach einem Tag unglaublich gut gefällt und ich denke auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen so ein bisschen in Dauerschleife hören werde, um so dieses Gefühl sozusagen einfach so ein bisschen aufzunehmen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt von der vergangenen Woche nichts groß vergessen. War natürlich so, was als andere anging, ein bisschen unspektakulärer, weil nicht sehr viel ging. Ich hoffe, die kommende Woche wird jetzt wieder ein bisschen, ich sag mal, lebendiger, dass man eben nicht nur auf der Couch liegt und sich nicht bewegen kann, sondern in die Sonne hinaus kann und das ein bisschen genießen kann und das schöne Wetter einfach einen mitreißt. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch genug gequasselt. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren da, was ihr so ein bisschen gelesen habt, ob ihr Buchtipps habt, ob ihr die Bücher, die ich gelesen habe, vielleicht schon kennt oder interessant findet. Dann natürlich auch gerne, wie euch die Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse gefällt oder auch Terror. Lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Alle Infos zu den Büchern, zu den Lesegruppen und Ähnlichem findet ihr unten in der Infobox. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.